Florian wird dir aber glauben und ihr seid stark zusammen. Nur deswegen treibt er einen Keil zwischen euch. Ich alleine auf meiner Maschine und dann diese unendliche Weite. Also machst du es jetzt trotzdem, oder? Nee. Um den Bund komme ich nicht drum rum. Mama! Felix! Willst du wissen, was los war in der letzten Zeit? Ja, schon. Dass du in diesem Club verhaftet worden bist. Was für eine nette Überraschung. Sehen. Wie geht's dir? Danke, gut. Sven ist gerade zurück von seinem Job. Svenny, kannst du oben einen kleinen Moment warten? Wir brauchen ein paar Minuten. Kein Problem. Denkst du nach meinem Bier? Dein Bier, klar. Sven, aber das mit mir und dieser Welt, das klappt zurzeit nicht so gut. Ich hoffe, dass sie jetzt mir endlich mal sagt, was Sache ist. Das wird schon wieder. Isabel? Das gibt's doch nicht. Isabel! Felix, warum hast du denn nicht angerufen? Ich hätte dich doch vom Flughafen abgeholt. Ja, ich wollte dich halt überraschen. Ja, das ist dir gelungen. Erzähl. Wie war's in Rom? Hast du dich erholt? Ja. Aber wie es scheint, habe ich hier einiges verpasst, hm? Oh, entschuldige. Du erinnerst dich bestimmt nicht mehr. Das ist Bernd. Bernd? Dein Onkel. Es freut mich. Felix? Franzi, ich bin's. Ja, die Operation ist ganz gut gelaufen. Aber es wird noch ganz schön lange dauern, bis ich wieder tanzen kann. Nee, erstmal nicht. Solange ich hier in Behandlung bin, lässt Tom mich eh nicht gehen. Aber mach dir keine Sorgen, ja, ich schick dir meinen Mietanteil. Echt? Das ist schön, dass es dir gut geht. Ja, ich vermisse dich auch so sehr. Okay, mach's gut. Mann, ich war schon so lange nicht mehr auf so einem geilen Konzert. Ich hätte jetzt echt nicht gedacht, dass du auf so eine heftige Mucke abfährst. Warum denn nicht? Glaubst wohl, du bist der Einzige, der weiß, was gut ist, hm? Tja, ich hab ihren Geschmack. Da könnten sich einige eine Scheibe von abschneiden. Obwohl, wenn du bei deinen Gratiskarten schon an mich denkst, soll ich meine Klappe wohl nicht so weit aufreißen. Tja, kannst dich bei Alexa bedanken, denn eigentlich wäre die Karte für sie gewesen. Hi. Hi. Hey. Aber ich hätte mit meinem Fuß doch wunderbar im Takt wippen können. Wie geht's dir denn so? Ach ja, ganz gut. Na. Oh, Andi, hm? Da waren heute ein paar Leute, die hätten dir nur Marschmusik gegönnt. Marschmusik? Deine Kaserne hat versucht, dich zu erreichen. Wollten die mir meinen letzten Tag in Freiheit auch noch verderben? Nein, die haben fest mit dir gerechnet. Spinnen die? Das klang ziemlich ernst. Die haben versucht, dich über Handy zu erreichen, aber es war wohl aus. Ja, aber in diesem Einberufungsbefehl steht ganz klar drin, Herr Fritsche, kommen Sie bitte. Ach du Scheiße. Was ist? Hast du dich im Datum geirrt? Oh, und jetzt? Ja, also für einen Zug in den Odenwald ist es jetzt wohl ein bisschen zu spät. Tja, dann müssen die wohl bis morgen früh auf mich verzichten. Willst du nicht wenigstens anrufen? Die pennen doch alle schon in ihren Feldbetten. Die werden mir schon nicht den Kopf abreißen. Und außerdem, seht es doch mal so. Das Konzert war allemal cooler als so ein Zapfenstreich. Sag mal, bist du sicher, dass du das nicht alles einbildest? Was soll ich denn sonst denken?
Naja, so eine Uhr, auf die steckt man nicht so leicht weg. Und immerhin hast du da drin auch einiges durchgemacht. Sven, nicht ich. Sie ist total seltsam, seit ich wieder draußen bin. Warum hast du mich nicht mal angerufen? Wenn ich doch mal mit ihr reden kann. Am Anfang, da habe ich gedacht, das sei normal, weil wir uns so lange nicht mehr gesehen haben. Und dann habe ich gehofft, dass sie das wieder einrenkt. Das schafft ihr doch auch wieder, hä? Da bin ich mir nicht so sicher. Sie hat Albträume. Sie weicht mir ständig aus, auch im Bett. Und sie lügt mich auch noch an. Und was meint sie dazu? Sie sagt, es sei nichts. Sie liebt mich. Aber ich sehe doch, dass da was nicht stimmt. Ich komme einfach nicht mehr an sie heran. Ich bin mir fast sicher, dass da ein anderer Typ dahinter steckt. Quatsch! Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, was denn sonst? Ich hab doch mitbekommen, wie sie drauf war, als du im Gefängnis warst. Für mich klingt das so, als ist sie einfach ein bisschen durch den Wind. Vielleicht lässt du sie einfach mal eine Weile in Ruhe damit und bedrängst sie nicht weiter. Sie soll doch nur ehrlich zu mir sein. Aber statt mir die Wahrheit zu sagen, rennt sie einfach weg. So kann es doch nicht weitergehen. Weißt du, vorhin, da hat sie mir gesagt, dass sie endlich offen mit mir reden will. Und was war dann? Ich dachte, Felix' Zimmer sei längst hergerichtet. Also ehrlich gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass er so früh nach Hause kommt. Na gut, dann beeilen Sie sich und kümmern Sie sich um sein Gepäck. Natürlich, und Entschuldigung. Ich sag nur kurz der Köchin Bescheid. Was hast du eigentlich so lange in Rom gemacht? Was anzuschauen gibt's da genug. Ha, das stimmt natürlich. Na ja, mal sehen, was in den letzten Wochen so ein Post für mich bekommen. Das kann ich doch machen. Du bist sicher müde von der Reise. Also bücken kriege ich gerade noch hin. So. Danke. Bitte. Jetzt erzähl doch mal was von Rom. Ach, so viel gibt es doch gar nicht zu erzählen. Du kennst die Stadt doch. Da hat sich seit 2000 Jahren nicht viel getan. Ja, ich lass euch dann mal. Wir sehen uns morgen beim Frühstück. Wohnt der etwa hier? Im Gästeflügel. Was sagt Martin dazu? Anfangs war er nicht begeistert, aber inzwischen hat er es akzeptiert. Kann mir mal einer sagen, was hier eigentlich los ist? Das eben auf der Treppe, das war doch keine rein freundschaftliche Umarmung, oder? Bernd und ich, wir verstehen uns sehr gut. Aber ausgerechnet er. Ich war doch anfangs auch sehr skeptisch. Aber Bernd hat sich völlig verändert. Dann verstehst du das nicht? Bernd ist ein Betrüger. Er hat Papas alte Firma ruiniert und ihn dann Silvia ausgespannt. Felix, Bernd hat seine Fehler eingesehen. Und Martin hat sich mit ihm versöhnt. Du verstehst dich doch auch mit Silvia. Und das, obwohl sie dich damals als Kind allein gelassen hat. Das ist ja wohl was ganz anderes. Silvia ist schließlich meine Mutter. Und Bernd ist dein Onkel. Du kennst ihn doch überhaupt nicht. Gib ihm eine Chance. So, meine Kleine. Einmal Fitnessfrühstück für Privatpatienten. Oh, das ist ja lieb. Dankeschön. Ich gäbe ihr etwas dafür, wenn ich mit dir tauschen könnte. Und ich gäbe was dafür, wenn ich dir in den Hintern treten könnte. Also wenn Anni krank sein will, dann täuscht er einfach Wechseljahrsbeschwerden vor. Haha. Die Geschichte mit dem gefälschten Attest habe ich mir jetzt noch 10 Jahre. Hi. Ich wollte mich nur noch mal von dir verabschieden. Tja, da kommst du gerade noch rechtzeitig. Ciao, Jana. Ciao. Dann drücke ich dir mal die Daumen, dass sie dir keinen Stress machen wegen der Verspätung. Ach, die können froh sein, dass sie mich überhaupt kriegen. Den einen Tag können die mir vom Urlaub abziehen. Hey, mein Lieber. Da Odenwald ist zwar nicht Amerika, aber ich wette, du hast da auch ordentlich Spaß. Nimm mal im Ernst. Du wirst mir ganz schön fehlen. Tja, du kannst dich ja erstmal um Alexa kümmern. Außerdem komme ich in den Wochenenden sowieso nach Hause. Da habe ich dringenden Nachholbedarf an Action. Hey, Wumpelstilzchen. Pass auf dich auf, ja? Ja, und du erst. Mhm. Hey, ist ja richtig Betrieb hier um die Zeit. Hast du
Du? Guten Morgen, Hauptfeldwebel Krapp. Sind Sie Herr Fritsche? Ja. Ich habe Befehl, Sie umgehend in Ihre Kaserne mitzunehmen. Ich war gestern noch bei Florian. Ich wollte ihm alles sagen. Ja und? Sven war da. Dieses Schwein. Du hast es ihm aber trotzdem gesagt, oder? Mann, als er vor mir stand, da konnte ich einfach nicht mehr klar denken. Aber du wirst es ihm sagen. Willst du nicht rangehen? Ich komme gleich, ja? Isabel, Isabel, ich bin schwer enttäuscht von dir. Kommen Sie bitte. Ich wollte mich doch nur eben... Es reicht! Sie haben Ihre Einberufung ignoriert. Die Bundeswehr ist doch kein Feriencamp. Wissen Sie, was wir mit Rekruten wie Ihnen machen? Die kommen ganz schnell in den Bau. Das können Sie doch nicht machen. Er hat sich um einen Tag vertan. Ja, ja, Finger weg. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Ich gehe ja schon. Bei versuchter Fahnenflucht haben wir unsere Vorschriften. Felix, schön, dass du wieder da bist. Ich war wohl auch lang genug weg. Ja. Was macht Onkel Bernd eigentlich hier? Du wolltest ihn noch nie wiedersehen. Jetzt wohnt er auf einmal bei uns. Bernd und ich, wir haben in der Vergangenheit beide Fehler gemacht. Jetzt habt ihr euch beide tatsächlich versöhnt. Felix, lass uns später darüber reden. Ich habe noch einige Anrufe zu erledigen. Hm? Wenn du meinst. Zum Beispiel heute Abend. Du hast mir noch gar nicht erzählt, wie es in Rom war. Ich genieße offenbar nicht den besten Ruf in dieser Familie. Wundert dich das? Nicht sonderlich. Du hast ja 20 Jahre gute Arbeit geleistet. Ich habe einfach nur die Wahrheit über dich erzählt. Martin, du weißt doch, ich habe mich geändert. Davon solltest du auch Felix überzeugen. Bernd, du unterschätzt meinen Sohn. Er ist erwachsen, er bildet sich seine eigene Meinung. Ich rate dir trotzdem, deinen väterlichen Einfluss geltend zu machen. Schon aus Sorge um deine Tochter. Marie tut es sicherlich nicht gut, wenn die Presse ihre HIV-Infektion breittritt. Du mieser Erpresser! Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du solche Anschuldigungen für dich behältst. Und ich wäre dir sehr dankbar, wenn du dich endlich von meiner Familie fernhältst. Es ist immer wieder köstlich zu sehen, wie schnell mein großer Bruder die Fassung verliert. Dabei, Aufregung ist gar nicht gesund in deinem Alter. Treib es nicht zu weit, Bernd! Wie ich schon sagte, Anstrengung ist nicht gesund in deinem Alter. Ein für alle Mal! Pass bloß auf. Sag mal, täusche ich mich? Oder wolltest du Florian von unserem romantischen Abend berichten? Lass mich in Frieden. Aber wir hatten eine Abmachung. Ich wünschte, ich hätte Florian schon alles erzählt. Wüsste endlich, was du für ein Arschloch bist. Au! So unanständige Worte, so schön, Mann. Du tust mir weh! Ich würde niemals einer Frau wehtun. Aber wenn du deine Klappe nicht hältst, dann könnte das Florian sehr, sehr wehtun. Das ist dir hoffentlich klar. Warum lässt du uns nicht einfach in Ruhe? Weil ich keinen Bock habe, ins Gefängnis zu gehen. Nur weil du unser kleines Geheimnis nicht für dich behalten kannst. Ja, bestimmt nicht einfach für dich als Polizist im Knast. Hm? Ich habe mir mal was vorgenommen. Ich gehe niemals in den Knast. Und wenn, dann nur wegen Mord. An einem guten Freund zum Beispiel. Hast du verstanden? Wer war das denn? Hier ist die Mailbox von Andi Fritsche. Quatsch mir doch einfach was drauf. Tschö.
Hi Andi, ich bin's, Jana. Ich wollte eigentlich nur wissen, wie es dir so geht. Und naja, melde dich doch einfach mal, okay? Ciao. So ein Mist. Mann, jetzt mach dir mal nicht so viele Gedanken. Das Tern und Federn haben die da längst abgeschafft. Hättest mal sehen sollen, wie sie ihn abgeschleppt haben, wie so eine Art Schwerverbrecher oder so. Ja, mein Gott, da wird er sich schon dran gewöhnen. Und wenn er sein Feierabendbierchen trinkt, das ist er halt so bei der Bundeswehr. Trotzdem, er tat mir voll leid und ich hätte ihn gern noch ein bisschen aufgemuntert. Ist ja klar, dass du so reagierst, oder? Ach, was sollst du, es eh keine Ahnung, wie es ist, verliebt zu sein. Dann fahr ihm doch hinterher, deinem Geliebten. Ja, mit Sicherheit auch doppelt so mit Blick auf die Berge. Versteht das nicht. Jetzt droht er dir schon und du machst immer noch nichts. Bitte. Gut, ich werde mich raushalten. Soll ich trotzdem Nicole bitten, meine Schicht zu übernehmen? Nein, Quatsch, geh ruhig runter. Ich komme alleine klar. Okay. Ich habe den ganzen Tag auf einen Anruf von dir gewartet. Warum bist du gestern plötzlich verschwunden? Isabel, was ist los mit dir? Was wolltest du mir sagen? Ich... Ja? Ich wollte dir nur sagen, dass alles in Ordnung ist. Dass du dir keine Gedanken machen musst. Sag mal, für wie blöd hältst du mich eigentlich? Glaubst du, ich merke nicht, dass du mir die ganze Zeit was vormachst? Warum vertraust du mir nicht einfach? Ich liebe dich doch. Ich liebe dich auch. Aber so hat das mit uns keinen Sinn mehr. Felix hier, Felix da. Du hast ja gar kein anderes Thema mehr. So schlimm? Ich habe nur gar nicht gemerkt, dass du ihn so sehr vermisst hast. Du hast mich eben gut abgelenkt. Man könnte meinen, er wäre dein eigener Sohn. Ich habe ihn großgezogen. Und bis Silvia hier aufgetaucht ist, da habe ich auch nie darüber nachgedacht. Ich habe gestern gleich gespürt, wie nahe er bei euch steht. Es ist nur so schade, dass er mir so reserviert gegenübertritt. Tja. Er war einfach nur überrascht. Martin hat so gut wie nie über dich gesprochen. Und wenn, dann war das sicher nichts Gutes. Tja, das kann ich mir vorstellen. Zudem ist er im denkbar unpassendsten Augenblick hier reingekommen. Das musst du dir mal vorstellen, ein fremder Mann an meiner Seite. Das muss er doch erst verarbeiten. Felix ist ein guter Junge. Gib ihm einfach ein bisschen Zeit. Weißt du, ich habe mich all die Jahre immer wieder gefragt, was wohl aus meinem Neffen geworden ist. Ihr werdet euch schon noch aneinander gewöhnen. Ich denke, ich habe alles. Deine CDs. Ist noch was? Ich gehe jetzt.
bitte bleib doch bei mir. Ich weiß, dass die Frist langsam abgelaufen ist. Keine Sorge, Sie bekommen Ihr Geld. Ja. Na, schlechte Nachrichten? Ja, nein. Nichts Ernstes. Nur ein kleines Problem in meiner Diamantenmine. Ja, da bin ich ja beruhigt. Ich habe gehört, du willst Regisseur werden. Ich finde diese Branche spannend. Klingt aufregend. Ja, leider laufen da auch viele Schleimer rum. Mach mir nichts vor. Ich interessiere dich doch einen Scheißdreck. Aber... Ich habe eben deinen Streit mit Martin mitbekommen. Aber welchen Streit denn? Ach, das. Ach, das war doch höchstens eine kleine Kabelei unter Brüdern. Da hast du bestimmt was in den falschen Hals bekommen. Dein aufgesetzter Charme wirkt vielleicht bei Beatrice. Ich falle darauf nicht rein. Ach, Felix. Ich will doch nur gut mit dir auskommen. Wenn es nach mir ginge, würdest du ganz schnell wieder von hier verschwinden.